Ja, ein ziemlich figurenbetontes Kleidchen hat sie da angehabt, oder? So, da sind wir schon. Oh, da wurden wir hier aufgeknüpft. Jetzt bin ich voll irritiert, weil das die ganze Zeit echt so funkelt, ne? Bin ich der Einzige, der funkeln hat? Oh Mann, wieso hast du denn hier schon wieder falsche Sachen an? So, Raus Morgan. damit. Muss auch geändert werden. Leilana, ja, die hat das Richtige. So, die kriegt dann auch mal. So, einmal kurz. Obwohl, nee, gar nicht. Zurücksetzen. Gar nicht, gar nicht. Ich muss einmal kurz gucken. Ich habe die Handschuhe noch für sie. Genau. 20 Stärke. Aha. Mit der Handschuhe. Zack, zack. So läuft das. Dann kann sie mir endlich mal hier den Meister im Stillen voll machen. Denn Lied des Mutes, der Barde stimmt ein episches Lied über die hellen Taten der Gruppe an, wodurch diese Boni auf Angriff, Schaden und kritische Trefferchance erhält. Die Höhe der Boni ist abhängig von der Klugheit des Barden. Der Barde kann immer nur ein Lied singen. Na jo, sing mal. Oder warte mal. Rück. Weiter. Nee, schade, kann ich nicht. Sonst hätte ich mich da auch gefreut. Was hat sie denn im Bogenschießen? Das ist nämlich so die Sache. Ich will nämlich den Bogen, das ja eigentlich Bogenschützin ist. Dann kann ich die Dolche nämlich noch den anderen geben. Dann habe ich da ein bisschen Unterschied in den einzelnen Sachen. So, kritischer Schuss. Der Bogenschütze findet eine Lücke in der Verteidigung seines Gegners und schießt einen Pfeil ab, der bei einem Treffer automatisch kritischen Schaden verursacht und einen Bonus auf Rüstungsdurchdringung erhält. Das Talent Meisterbogenschütze erhöht den Bonus auf Rüstungsdurchdringung. Hau den mal rein. Dann kann sie nämlich wirklich auf Dingen spielen. Schön auf den epischen oder tollen Bogen, den ich da habe. Und dann gehen wir weiter. Smack that. Oh ja, oh ja. Das ist jetzt eine ganz andere Hausnummer. Kommt mal alle her, kommt mal näher, kommt mal ran, dann kriegt jedermann was ran. Zack. So, wo ist denn der? Na, komm mal her. Zack. Können wir noch einmal hier AOE machen? Und da fliegt er weg. Na? Ich bin das überhaupt gerade gar nicht gewohnt. Es stirbt fast keiner mehr. Außer mein Zwerg. Weißt du eigentlich noch, wie das funktioniert hatte, wie man die Spezialisierung für die einzelnen Klassen das machen konnte? Komm mal. Und ich habe ja hier noch einen Talenten von ihm. Wo ich den jetzt? Bin ja noch nicht, wollte ja eigentlich gerne mit ihm Berserker machen, aber das... Jetzt weiß ich gerade nicht, echt nicht, wie das funktioniert. Weil denn, man muss ja irgendwie einen Lehrer haben. Ich auch nicht mehr, ja, das ist... Leider. Das war ja irgendwie ein Lehrer, man musste eigentlich einen finden. Ich weiß nicht, war das nicht hier von den eigenen Leuten? Die das sind? Also war das nicht, dass ich von Alistair eigentlich lernen konnte, wie ich Templer werde? Ja, Shale. Also ich habe das Spiel schon sehr, sehr lange nicht gespielt. Also das, ne? Ich müsste mal bei EA da, bei Origins müsste ich mal reingucken. Könnte ich das denn sehen, glaube ich, noch, wann ich das letzte Mal das da angemacht hatte. Eventuell werde ich mich auch nochmal nachher damit beschäftigen. Einmal nur kurz reinzugucken, wo das denn ist.
jemand aber richtig in die Fresse gekriegt, aber richtig, du. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Berserker ist eine Spezialisierung der Kriegerklassen in Dragon Age Origins. Sie kann frühestens mit Level 7 enden. Ja, das weiß ich. Aber gern. Iridium, Silberit. Törfler. Blutbefleckter Bronzeschlüssel. Wir haben irgendwo eine Tür. Da. Wilhelms Keller. Die Spezialisierung kann bei Aurgren erlernen. Voraussetzung seiner Zuneigung ist hoch genug. Alternativ kann das Handbuch des Gorim Selig im Marktviertel von Denerim um 12 Sovereign. Ja, durch Gold, ne? Ja, alles klar. Dankeschön, Grottenolm. Dankeschön. Da weiß ich jetzt Bescheid, da brauche ich selber nicht gucken. Das ist denn richtig, das war jetzt gerade hilfreich. Dann kann ich mich da dann nochmal gucken, ob ich mit Aurgren nochmal reden kann. Der Korb ist fast leer. Offenbar wurde ein Großteil des Vogelfutters. Achso. Ja. Shale. Weiter. Weiß ich auch, weiter ist auch gar nichts. Mal gucken, ne? Die Statue scheint inaktiv zu sein. Das sieht wie ein Golem aus, oder? Das ist keine Statue, sondern ein echter Golem. Ich frage mich, wie er ausgerechnet hier gelandet ist. Bei näherer Betrachtung scheint ein Golem zu sein, ähnlich jenen wenigen, die noch in Osama gibt. Offensichtlich beschädigt und durch Inaktivität angegriffen. Golefgar, den Golem aktivieren, den Golem in Ruhe lassen. Nichts geschieht. Entweder funktioniert der Kontrollstab nicht oder das Befehlswort ist falsch. Weiter. Jetzt sollen wir da runter. Alles klar, dann gehen wir erstmal in den Keller. Wir sind hierher gekommen, um in den Keller zu gehen. In den Keller. Gucken wir mal, was im Keller so los ist. Werden wir im Keller stehen. Wilhelms Keller. Seltsamer Kristallklumpen. Kleiner Naturkristall, ja, den können wir schon wieder mitnehmen. Ist schon okay. In der Truhe. Ja? Ja. Feuerpfeile. Jetzt können wir wieder alles mitnehmen. Jetzt haben wir Platz. Gehen wir noch einen tiefer. Ziemlich großer Keller. Oh. Komisch. Komische Besitzer. Oh, don't run away. Wie gemein. Katze schwenkt rum. Das ist echt ungewohnt, ne? Ich bin wieder Level up. Nice, nice. Hat sie jetzt selbstständig gewechselt wieder an die Waffen oder war ich das? Ich glaube, sie hat keine Pfeile mehr, deswegen glaube ich. Ja, guter Leichnam. Schicke Vase. Wow. Das Einzige, was überlebt hat, war die Vase. Lederstiefel verstärkt, nehmen wir auch erstmal mit. Aktivieren. So, jetzt weiß ich nicht, ob noch höher war, aber wir machen es einfach mal. Machen zwei hier und machen da weiter. Oh, wir sind schon. Ah, ne, hier haben wir noch. Rüstungstrennung. Der Charakter führt einen zerstörerischen Schlag gegen die Rüstung oder natürliche Verteidigung des Ziels aus. Er verursacht dabei normalen Schaden und beschädigt außerdem die Rüstung seines Gegners, wenn dieser bei einer Prüfung seine körperlichen Widerstandskraft scheitert. Nice, nice. Damit zweihändig ja auch bald voll. Gut, hier noch irgendwas. Da ist ein Fässchen.
Elfenwurzel. Ein Malachit. Alles mit, alles meins. Wilhelms Spezialgebräu. Können wir einen saufen? Okay, Geschenk. Dieses dunkle Bier hat einen schweren Geruch nach Eiche. Als du es im Krug schwenkst, entwickelt es überraschenderweise ein leichtes Glühen. Okay, das ist entweder was für meinen Säuferfreund oder für Shale. Aua. Da war die Axt im Kopf. Oh, guten Morgen. Auch schon alle wach. Wer das wohl möchte, Shale trinkt nicht. Stimmt, ja. Denn ist das ja... Ja, wie kann ich überhaupt darauf kommen, ne? Wie kann ich überhaupt darauf kommen, dass ein Golem vielleicht Bier trinken möchte? Manchmal. Da läuft jemand weg. Shale mag unzerstörbare Möwen. Ja. So, ein jahrzehntealter Brief. Erstmal machen wir jetzt. Luti Luti? Wird erledigt. Oh, jetzt wüsste ich gar nicht, gegen wen ich Shale tauschen sollte. Erzähl mal, gegen wen soll ich Shale tauschen? Mag die alle gerne. Also, ne, gegen. Ja. Shale soll ja dann in die Gruppe. Jetzt würde ich hier nicht hinrennen müssen, oder? Jetzt war so ein Tom, ja. Büffler. Beim Erbauer! Wir sind gerettet! Euch hat doch nicht etwa der Ben geschickt, um uns zu helfen? Ich bezweifle, dass irgendjemand denkt, ihr wärt noch am Leben. Mich hat niemand geschickt. Nein, ich bin ein grauer Wächter. Ich suche denjenigen, dem die Statue da draußen gehört hat. Das machen wir mal. Die Statue da draußen? Warum sollte... Oh, ich glaube, ich verstehe. Ihr habt den Kontrollstab gekauft, nicht wahr? Ihr seid wegen Shale hier. Ja. Okay, das ist schon merkwürdig. Der vermaledeite Golem hat uns nichts als Ärger gebracht. Meine Mutter hat den Stab zum Glück schon vor Jahren gekauft, nachdem das Ding meinen Vater getötet hatte. So, du hast gerade geschrieben noch. Keine Ahnung, ich war immer Schoko-Magier, deshalb war sie bei mir immer mein zweiter Krieger. Ja, weiß nicht, ob ich gegen Alistair tauschen sollte. Ich weiß nämlich nicht, mit wem ich damals getauscht habe. Ich glaube, ich hatte entweder hatte ich Morrigan nicht dabei oder ich hatte Leilana nicht dabei. Ich glaube aber, ich habe Morrigan nicht dabei gehabt. Das kann schon sein. Aber Alistair war dabei. Euer Vater getötet? Was soll das heißen? Ihr sagt also, der Golem ist kaputt. Ist er tot? Er steht da draußen einfach herum. Mein Vater hieß Willem. Magier der Arls von Redcliffe und ein Held im Krieg gegen Olle. Und was hatte er davon? Eines Tages hat ihn meine Mutter vor dem Turm gefunden. Mit so vielen gebrochenen Knochen, dass sie ihn kaum wiedererkannt hat. Und Shale war über ihn gebeugt, in derselben Haltung wie jetzt. Mein Vater hatte Besseres verdient. Aber wenn ihr Shale wirklich erwecken wollt, nun, der Stab gehört jetzt euch. Alistair und Morrigan sind das Dreamteam. Die müssen zusammenbleiben, nur wegen der Gespräche. Ja, ja. Die, also wenn man die rausnimmt, einen von beiden, dann könnte man eigentlich alle rausnehmen. Obwohl da wirklich Leilana, die passt da richtig gut rein, weil die ja auch die Gespräche immer so ein bisschen verwickelt, ne? Ich weiß nur, dass Shale ja dann auch immer gerne mit Morrigan sich dann angelegt hat. Oder generell, die legte sich ja mit jedem an. Er funktioniert nur nicht. Nichts geschieht. Ihr könnt mir sonst noch etwas über diesen Golem erzählen. Mich interessiert dieser Ort. Wo sind wir? Na toll, es hat seinen Meister ermordet. So, wir machen mal Nummer 3. Das ist das Labor meines Vaters, unter seinem Turm. Zumindest war es das einmal. Ihr habt vermutlich wichtigere Dinge zu erledigen, aber ich brauche wirklich eure Hilfe.
Ich weiß, ihr habt mir bereits das Leben gerettet. Aber meine Tochter ist im Labor. Sie hatte Angst und ist zu weit hineingelaufen, bevor ich sie aufhalten konnte. Ich weiß nicht, wie sie die Verteidigungsmechanismen meines Vaters überwinden konnte. Einer der Männer hat versucht, ihr zu folgen. Er hat es nicht geschafft. Aber ihr könntet sie doch sicher finden, nicht wahr? So, woher wisst ihr überhaupt, dass sie noch am Leben ist? Was hat den Mann getötet, der ihr gefolgt ist? Warum sollte ich mein Leben riskieren wollen? Ich möchte wissen, wie man den Golem aktiviert. Ich werde versuchen, sie zu finden. Machen wir erstmal, dass wir ihr helfen. Wirklich? Mit dem Erbauer sei Dank. Das Labor meines Vaters liegt direkt hinter dem nächsten Abschnitt, glaube ich. Dort muss sie sein. Aber erstmal gehen wir nach oben und holen uns den Brief, falls wir noch durchkommen. Ja, kommen wir noch durch. Den müssen wir natürlich holen. Da gibt ja auch XP, ne? Ein Jahrzehnte alter Brief. So. Den brauche ich nicht vorlesen. Falls ihn jemand lesen möchte, ich mache ihn einmal kurz hier. Obwohl, jetzt steht das ja gerade, ne? Was über den Golem. Gnädige Frau, ich kann euch versichern, dass der Zirkel der Magie keine frevlerische Gemeinschaft ist. Wir im Gegenteil sogar unter der Aufsicht der Kirche stehen. Die Untersuchung des Todes eures Gatten wären weitaus einfacher, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten würdet. Es enttäuscht mich, dass ihr den Kontrollstab verkauft habt, da ich weiß, dass er sowohl als auch euer Gatte während des Krieges gegen Orlais von unterschätzbarem Wert für König Merrick waren. Ohne den Stab könnten wir nicht feststellen, ob Wilhelms Golem seinen Tod verschuldet hat. Der Golem muss bleiben, wo er ist, sofern die Dorfbewohner keinen Weg finden, ihn zu zerstören. Unser Beileid an euch und euren Sohn. Wir bedauern euren Verlust sehr und auch wenn euch dies vermutlich nur ein kleiner Trost sein wird, möchte ich euch versichern, dass euer Gatte hier großes Ansehen genießt und wir ihn vermissen werden. Der Erbauer schütze euch, erster Verzauberer Erlen. Na gut, ja, dann wurde das aber nur nochmal geklärt. Und dann wird hier nochmal zwischendurch gespeichert. Oh Mann, das ist echt gruselig, wa? Ist ja eigentlich ist es schon ein Dungeon hier. Wird erledigt. Ich glaube, das sind diese Delta wieder. Diese unsichtbaren Viecher, die gleich irgendwo aufpoppen. Oder? Schreit danach. Nein, das sind diese anderen Dinger. Ein Staubgeist. So sieht das bei mir unten im Keller auch aus. Ich habe da schon lange nicht mehr sauber gemacht. Wenn ich da so runtergehen würde, dann müsste ich erstmal gegen Staubgeister kämpfen. Also werde ich niemals meinen Keller aufräumen können, bevor ich nicht einen Zweihandkolben in der Hand habe. Das muss ich mit meiner Frau noch absprechen. Das muss sie ihr sagen. Oder ich schicke den Drachen runter in den Keller. Erlaubt ihr? Bereit. Ich könnte das machen. Falsch. Oho, Verletzungsausrüstung, starker Wärmebalsam. Oho, großer, klarer Feuerkristall. Ja, nehmen wir alles mit, alles meins. So, Buch. Sehr schön. Ja, Tagebuch für Zauberer Wilhelm. Oh. Nice. Hätten auch endlich mal ein paar Schmuckstücke. Das ist ja mal was Neues. Seltsamer Kristallklumpen. Ja, nehmen wir mit. Damit wir uns nachher auch richtig entscheiden können, was wir wollen, was wir Shale alles in die Hand drücken wollen. Oh, hier ist die Tür offen. Kitty! Was heißt das, du bist noch nie auf einen Baum geklettert? Oh, schau, da ist jemand zum Spielen. Ihr seid doch hier, um zu spielen, oder? Wir machen gerade ein Ratespiel. Zu mehreren ist es viel lustiger. Katze. Katze. Katze ist unheimlich. Die blinzelt nicht, die macht gar nichts. Die guckt die ganze Zeit mich an. Gruselige Katze. Wer ist wir? Gut, du bist in Sicherheit. Dein Vater war besorgt. Ich bin nicht hier, um zu spielen. Machen wir erstmal zwei. Vater? Oh, sagt ihm, dass es mir gut geht. Vielleicht kommt er ja auch und bleibt dann bei uns. Wie auch immer, ihr solltet gehen, wenn ihr nicht spielen wollt. Kitty findet euch verwirrend. Aha, ja, du bist auch ein verwirrtes Mädchen. Du schreibst, so viel ist bei Shell nichts zu entscheiden. Ein Angriffskristall und
und einer als Rüstung von jeder Sorte. Jetzt kommt dieser nervige Schiebepuzzle, ja? Ja. Die Katze findet mich verwirrend. Wir müssen gehen, Amalia. Matthias wartet. Kitty ist klug. Sie sagt, ihr wollt mich zurück zu meinem Vater bringen. Aber ich werde nicht gehen. Sie wäre ganz allein. Du bist so freundlich, Amalia. Ich würde dich sehr vermissen, wenn du gehen würdest.